Willkommen zurück zu GTA 5. Ja, Simeon, Franklin und Lamar sind also jetzt die ersten Protagonisten, die wir hier getroffen haben. Und wir schauen uns mal. Warum kann ich hier nicht rein? Ach, da ist es. You're a racist. What? What? You don't like me because you think that I am an Arab. What? No. What are you talking about? Excuse me. Wait. That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? Ja, viel Glück, würde ich mal so sagen. Ich schnapp mir einfach mal hier eine Karre. Financing? Und dann geht's los, Alter, Audi. Ja, begib dich zum Haus. Sollten wir gerade so schaffen. So, in den Hills, ja. Slums und Villas, ja. Geht ja, voll fahrt einfach alles. Ja, es ist natürlich alles ein bisschen hier aufgesplittet im Reich und Arm, aber ja, GTA 5 ist einfach nur der Wahnsinn. Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simeon? Do not talk to me about easy, you thief. Ja, wir sind also jetzt hier in den, ja, ich sag jetzt mal Hollywood Hills, kann man es eigentlich nicht nennen, aber in den reicheren Gebieten des Stadtviertel ist angekommen. So, dann schauen wir noch mal. Finden ein. Ach ne, L3. Schalte den Gärtner aus. Nein! Nein! Verdammt! Das war die falsche Taste. Ach ja, L und R2, ja. Ja, und das Chaos, ja, gehört, ja, ich sag mal nichts dazu. Ja, Garage ist zu. Das heißt also, wir müssen, ja, hinten rum. Ja, die ist auch zu. Und ja, ich glaube. Ja, genau. Über das Auto. Komm mal also hier in die Bude rein. Jimmy called me a bitch!
Allora, se ma... Wow. Tried to knife attack me? No one creeps on the J-Dog, my niggas! Yeah. You're a real pro, Mrs. DeSanta. A real pro. Ja, und schon haben wir es. Ja, nicht? Oh, fuck. Relativ einfache Geschichte, muss ich dazu sagen. War nicht so das Problem. Achso, wird gewährt. Ich brauche. Ja, if you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Ja, schauen wir noch mal. That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Don't look around. Just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on the fucking note. Unlikely. Watch it! Considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. Credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer. And I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yaterian, we'll work this out. That the place? Yeah, this the place, man. Boom. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. Ja, es ist natürlich niemand anders als Michael. Und shit! Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Sammy, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! I won't be treated like that! Yeah, punch! Punch! Bams! Und schön in die Plauze rein. Oh, shit! Oh, ah. Scheiße! Scheiße! Simeon Yaterian doesn't back down! Shit, Alter, ich bin gleich down, Alter. You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth $5,000 a month to you? You fucking racist! I'm Tyson. This thing's gonna need some serious body work before it's worth $5,000 a month. He agreed to financing. I have his signature. Yeah. Did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot. But you are a fraudulent scumbag piece of shit. Ugh. Don't make me have to come back here. Ja, einfach mal so aufgeräumt, nicht? Ist natürlich eine gute Geschichte hier von Michael. Abgeschlossen in Silber natürlich. So, ich sehe hier eine schöne Karre. Keep coolio, baby. It's just a car. Come on. Ja, nicht. Also wir haben jetzt die Möglichkeit zwischen Franklin und Michael zu wechseln. Und ich schaue mal auf der Karte, was haben wir denn jetzt so für Möglichkeiten? Barbershop.
wollte eigentlich mal an den Strand. Das können wir jetzt ja noch machen. Die Zeit haben wir ja noch. Ist ja erst mal 10 Minuten rum. Ja, da geht das immer noch. Ja, Hobbys sind jetzt also... das... war schön und gut, aber bringt mir eigentlich relativ wenig, weil das will ich eigentlich gar nicht essen. So, Freizeitaktivitäten, ja, das freut mich auch sehr. Da gibt es auch jede Menge zu tun. Und ich hoffe mal, ich werde jetzt gleich mal eine finden. Am Strand soll es ja eigentlich was geben. Boah, Alter, die Karre geht auch ab. So, San Andreas Avenue. So, am Strand... Hydrant weggeknallt. So, am Strand gibt es eigentlich immer was. Ja, Golf, Tennis, wir haben eigentlich alles. Und wir gehen mal ein bisschen hier am Strand rumgurken. Und dann schauen wir mal, was es hier so Schönes gibt. Ey, alles ruhig, alles ruhig. Huh! Hast du gesoffen oder so? Fass mal! Bams, Alter, ich... Bams, du legst mich mit den Falschen an. Man, these young cats crazy, no? $8? Ne, das habe ich nicht. Ich habe gerade zwar $10 eingenommen, aber ne. Ne. Das ist mir zu teuer. So, am Strand muss es doch irgendwo was geben. Na komm. Whee! Uah. Das tat nicht gut. So, irgendwas muss es doch hier geben. Können wir das Ding hier nicht ziehen oder so? So, hier muss es doch irgendwas geben. Außer natürlich durch die Kante hier rennen. So, ja, ein bisschen eine Sprinteinlage hier. Aber es wundert mich schon ein bisschen. Es muss doch irgendwo was gehen. Ah, da unten. Oder da oben, vielmehr. Tennis. Ja, dann würde ich mal sagen, nehmen wir das da oben gleich. 1,7 Kilometer. So, Highway, hier muss es doch irgendwas Gutes mal geben. Oh, da sehe ich schon was, da sehe ich schon was. Oh, fuck! Die Scheiße! Nehmen wir halt einfach den hier. Alter, das tat nicht gut. Alter, der hat mich auch voll erwischt, alter Schwede. So, alles gut. War zwar mal ein bisschen Geisterfahrer, aber das muss ja auch mal sein. Damn.
Na komm, gib Gummi. Sieht aus wie ein Toyota Supra. Aber wow, ist das echt so weit hinten gewesen? Schauen wir noch mal. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Oder ich pack's vielleicht schon in den nächsten Part mit rein. Denn wir sind zwar schon da, aber... Oh, fuck it. Genau, da sind wir also da. Auf der Tennisanlage und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Oh, Hubschrauber! Hubschrauber! Wir sehen uns dann also beim nächsten Mal. Gleich mit dem Tennis wieder. Oh, helf, 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 helf. So, wie komme ich jetzt hier rein? Eingang? Hallo, Eingang. Ah, ich glaube hier, oder? Genau. Genau, drücke rechts, nach rechts klicken, um Tennis zu spielen. Also, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.